Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Wir investieren wieder 5.000 Franken in eine Aktie, passiv, langfristig, und zwar in Europa. Und wenn ich die Top 10 Liste anschaue, dann ist das einzige Land in Europa Frankreich. Ich schaue mir, was es für Firmen hat in der Top 10 Liste, und zwar gehe ich meistens auf die kombinierte Strategie, weil die berücksichtigt alles. Gemeinsam, ich habe kein Interesse an Öl, kein Interesse an Banken, also schaue ich mir mal Peugeot an. Und Peugeot, das ist ganz interessant, wurde erwähnt in einem Kommentar meines Videos letzte Woche, als ich BMW gekauft habe von Deutschland, und da hat jemand ganz stolz gesagt, dass er Peugeot-Fahrer ist. Also vielleicht ein Autohersteller, den man auch anschauen muss. Wenn ich die Zahlen anschaue, seit 2 Jahren ist alles wirklich grün, das sind sehr positive Nachrichten, und ich habe dann auch ein bisschen gegoogelt, geschaut, was sind denn die News zu Peugeot. Das kann man da ganz einfach, indem man drauf drückt. Ich habe den ersten Eintrag gelesen und herausgefunden, Peugeot versucht in Amerika Fuß zu fassen nach 20 oder sogar mehr Jahren. Und zwar mit etwas ganz Innovativen, mit Carsharing, also mit der Möglichkeit, dass man die Autos einfach mietet zur Nutzung und dann überlässt dem nächsten Fahrer. Ich habe dann geschaut, ob es noch bessere Quellen gibt dazu. Wall Street Journal hat darüber berichtet und ich habe das gelesen, fand das spannend, war mir dann aber noch nicht ganz sicher, ob das wirklich das Richtige für mich ist, und habe dann bei der Peugeot Aktienanalyse noch auf die Bilder und Produkte geschaut und mich erinnert, dass ein Freund von mir vor kurzem ein Peugeot gekauft hat. Etwas, was mich überrascht hat, denn so viele französische Wagen werden in der Schweiz nicht gekauft. Und das hat mich dann doch auch motiviert, dass dieses Unternehmen vielleicht auf dem richtigen Weg ist. Auf jeden Fall, die neueren Modelle, die sehen ganz passend aus. Und was mich dann am Schluss überzeugt hat, war ein Video. Den sehen Sie nicht hier, sondern hier. Ein Video sehen Sie hier. Sie haben bei der Lancierung Ihres neuesten Modells 208 etwas ganz Verrücktes gemacht. Sie haben einen Mann auf dem Auto surfen lassen. Und das finde ich relativ mutig. Und ein Unternehmen, das mutig ist, so etwas zu machen, könnte wirklich auch eine gute Investition sein für die Zukunft. Ich versuche es mal mit Peugeot. Ich glaube, wenn man den Automobilsektor anschaut, es ist ein Unternehmen, das von der Strategie her sehr unterschiedlich ist zu BMW. BMW fokussiert auf den Fahrer selbst, auf Selbstfahren, und Peugeot auf Carsharing, also das Auto geht ein bisschen in den Hintergrund. Zwei ganz verschiedene Strategien, schauen wir, wie es ausgeht. Wir wissen es erst in 5 bis 10 Jahren, aber so lange will ich ja auch die Aktien halten. Sie haben eine Inspiration von mir gekriegt, wie man Aktien auswählen kann, mit wenig Aufwand. Sie haben nicht lange gebraucht, um das hier zu tun. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihren eigenen Aktienauswahlen. Auf Wiederhören.